jetzt schlagen wir noch hier das Thema ein Bushido K1. Du hast da jetzt dich da mal ein bisschen mit auseinandergesetzt und ja, jetzt sag mal was dazu. Ja, was soll ich dazu sagen, Junge? Das ist eine Pisse vom Herrn, der Typ. Wen meinst du jetzt? Ja, den K1, der ist echt... Warum? Ja, pass mal auf. Ist eine Schwuchtel. Zweitens hat der Typ für mich keine Eier. So. Wieso? Ja, kann ich ja sagen. Wie kann der das machen? Als die Freunde, alle, die ihn dahin gebracht haben, wo er ist, er kommt von nix, von unten nach oben und dann fällt er den Jungs in den Rücken, verrührt die und alles. Hör mal, der Mötti echtet wieder. Verstehst du? Jetzt hängt er so mit Schmierlappen ab, verstehst du? Ey, das kann das doch nicht sein. Was ist das? Hör mal, ey, da musst du dir mal reinziehen. Da geht ja keine Worte für. Und dann tut er sich damit so Dings da. Ich nehme an, der hat ja kein Gehirn mehr. Die Drogen haben dann dein Gehirn weggefressen. Verstehst du? Der kann wahrscheinlich nicht mehr denken, der doof. Der weiß ja nicht, wer seine Freunde sind und wer nicht seine Freunde sind. Und dann ist er noch V-Mann. Dann tut er auch noch ein, wie ich was, offiziell machen. Was ist das für ein Typ? Ey, glaub es mir, früher hätten sie so was Dreck weggeputzt. Was hätten die früher mit dem gemacht? Ja, kannst du sagen, ihr hätten früher die Eier abgeschnitten in der Zunge, dann nicht mehr sprechen kann. Wie kann man so was machen, hör mal? Da gibt die Hand, die ihn füttert, die hat er abgehackt. Was ist das für ein Typ? Ob er hier in Köln war, ob er dann nach Berlin, muss er mal, der hätte ja auch posiert, hör uns. Der hätte die vom Feinsten posiert. Da musst du dir mal reinziehen. Das ist ohne Worte. Der Kleine, wahrscheinlich ist er dem bekommen, da, dass der dem einen eingeblasen hat. Wer weiß, vielleicht hätte ihm das noch geschmeckt. Wem hat er denn einen geblasen? Da, dieser, die Luftmatratzen in der Fresse hat, in der Lippe. Er hat da zwei Luftmatratzen in der Fresse. Ja, oben und unten. Wahrscheinlich war das zu schön im Bett. Oder er hätte so eine kleine Pizza, Mod für eine Höhle machen, damit der kleine Pizza in den Mund bekam. Was ist das dann? Das kann doch nicht Sinn. Ey, meine Fresse. Der Junge, soll ich sagen, was ist? Der Junge ist einfach zu gierig geworden. Die Gier, dann hier die, drumherum diese Schmierlappen, weißt du, die allglatten Typen, weißt du, die einem durch die Finger rutschen, die einem so tief in den Arsch kriechen, dass du am Nacken oben rauskommen. Ja, was willst du mit so jetzt? Hey, dieser Bushido hat ja so ein Video gemacht, wo er die ganze Geschichte erzählt. Meinst du, das ist gelogen oder klingt das für dich plausibel? Nee, da glaube ich. Der Junge ist so enttäuscht. Ah, hundertprozentig. Der kann das nicht so auf den Pumpen. Der Junge ist einfach von dem so enttäuscht. So, und der hat das einfach in seinen Worten wieder gefasst, hat dann Rap drauf. Ich finde das super. Also, Junge, also das ist für mich Format. Das ist für mich einmalig. Also müssen wir nicht drüber reden. Der hat das auf den Punkt gebracht, in seiner Art, wie drüber kommt und fertig. Weil der Bushido ist ja oft in der Kritik der Öffentlichkeit. Ja, kann ich ja sagen, warum. Weil er einfach ein Querulant ist, weil er nicht in diese Gesellschaft angeblich reinpasst. Hör mal, das ist ein Junge mit Herz, der ist erfolgreich. Da kommt noch der Neid, andere sind neidisch auf den. Verstehst du? Der tut nicht das, was die wollen, diese Schmierlappen. Verstehst du? Wenn die sagen, hey, so und so. Der macht sein Ding, das ist okay. Das ist eben so. Und, du weißt ja, wird immer viel aufgebaut. Von Presse, von Fernsehen. Da müssen wir nicht drüber reden. Was würdest du denn jetzt machen, wenn du jetzt an der Stelle von K1 wärst? Was würdest du machen? Immer, wenn der Junge noch, wenn er Eier hat, wenn er noch welche hat, ich weiß nicht, ob er noch welche hat, wenn er Eier hat, würde er hingehen, würde sich zu den Jungs hinfahren, würde sagen, pass mal auf, mit tut das leid, alles. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Und entschuldigen und aus Ende. Und verstehst du? Und was würdest du an der Stelle vom Bushido machen, wenn er ankommt? Ja, ich denke mir, die haben ihn ja aus dem Dreck geholt. Ich würde ihn Scheiße fressen lassen. Ich würde sagen, alles klar, ich würde den nie mehr da mitnehmen, wo ich würde sagen, so ganz unten an, ohne mich bist du scheiße. Ohne dem ist er auch scheiße. So, ohne dem, okay. Die Plattform, die der Bushido hat, die benutzt er ja, die hat er ja benutzt. Ja, aber der K1 ist ja jetzt Jurymitglied Deutschland sucht den Superstar. Ja, noch schlimmer, als was ist er dann, Germany, als Cinco oder was? Der sitzt neben dem Bohlen. Ja, super, da passt er auch hin, genau, super. Was hätte, wie die wissen, den Bohlen dann Arsch gekauft, hätte er dem sich einen Hämorrhoide gefressen oder was? Ja, was ist denn? So ihn sieht man doch nicht. Für so was kann man keinen Respekt haben. Und der, was, hallo? Diese Koksnase. Was ist das dann? Dass so einer daneben sitzt, das ist ja schon schlimm genug. Weißt du, dass da Leute, Kinder und alles, und der sitzt dann da, verstehst du? Was ist das dann? Geht der ja nicht. Müssen wir nicht drüber reden, hör mal, ey. Ich will mit dir ein bisschen, bei wem der im Arsch getroffen ist. Glaubt mir das. Du meinst, der K1 ist ja so ein klassischer Verrätertyp. Ja klar, siehst du immer schon an, der Schmierlappe. So, verstehst du, der wurde gierig, drumherum hier die Schmierfinkerl, die Aalglatten, die haben da damit gekriegt, dass man dann schön ziehen kann. Und jetzt alles, die Leute, die ihn hochgebracht haben, die aus ihm das gemacht haben, aus dem Stück Scheiße, was die gemacht haben, die Verräter jetzt, die löst der Falle. Was sind das für Sachen? Der vergisst, wo er hergeht, ganz einfach. Ja, vielleicht hat er auch keine Lust mehr auf diese ganzen Arbeit-Leute. Ja, dann hätte sagen können, ich nehme an, dann hätte sprechen können. Hätte zu den Leuten nochmal hingehen können. Hätte sagen, Leute, ich will mein eigenes Ding machen, fertig. Hätten die bestimmt nichts gesagt, aber der muss doch nicht verraten. Ich glaube, das war aber genau das Problem. Das hat er gemacht und Die wollten das nicht akzeptieren. Ah, da kann ich mir die Füße, glaube ich nicht. Da kann ich mir die, das erzählt er. Das, genau so. Aber der, die Schiene fährt, dass er auf einmal als Verräter da steht, dass er hier mit der Schmier zusammenarbeitet. Was ist das für ein Typ? Und was soll das dann? Hat er keine Satte, soll er machen? Müssen wir gar nicht verraten.
Der hat davon profitiert und alles. Du hörst das Hupo, blöd Mann. Naja, weißt du, was ich meine? Er hat doch gar keine Sache, soll er machen. Hat doch keine, dazu gezwungen. Hat er freiwillig gemacht. Er hat das doch benutzt. Er hat doch schön gelebt, hat Geld verdient. Er hat sich auf die Kosten von den anderen. Er konnte sich bewegen und. Hat, ist geschützt worden, alles. Er wollte doch wenigstens noch mehr. Mit der könnte Dieter Bohlen werden oder was? Mit sich jetzt wohnt neben Dieter Bohlen, sie wird besser? Jack, doch, vertell mir nicht. Der Bohlen scheißt auf den. Jack, das interessiert den Bohlen ja nicht. Glaub mir, wenn er brennt, ist der Bohlen der Erste, der weg ist. Ja, Junge, brauchen wir Jan, den Lüft mit der Fahnen. Lüft der weg, tschüss. Brauchen wir gar nicht drüber reden, Junge. Ah, hör auf. Das ist alles, hey. Kannst du eine Tonne kloppen? Schmierlappen. Schmierlappen, ja, klar. Kannst du den Öl noch gucken, wenn du rustest. Kannst du nur, wie viel Öl noch dran hast am Messstab. Ah. Hör mal, der möchte normalerweise die Faust in den Nacken in den Arsch stecken, dass ich am Nacken kratzen kann. So krass meinst du? Ja, glaub mir gar nicht. Da kann ich gar nicht drüber observieren. Na, ehrlich, sorry. Weißt du, ey, Freundschaft hin, Freundschaft her, also, da gebe keine Worte für. Und jetzt sitzt er da bei den ganzen tollen Typen, bei den Otto Normalen und meint, hey, ich bin der Größte. Was sind das für Jungs? Was ist das für eine Junge? Hallo? Ist doch klar, dass die anderen eine Hals auf der haben. Hätte ich auch. Aber richtig, so eine Krawatte. Oh, ey, Junge. Oh, wei, leck mir in die Füße. Das ist schon eine Hausnummer. Da gibt es ja nichts, Junge. Aber siehst du dazu, ich finde das alle, wo wir ja drüber reden. Also ich habe mir dieses Video auch angeguckt, ich finde es gut gemacht und also wenn die Geschichte auch noch stimmt, dann... Pass auf, das Video ist gut gemacht und ich finde, der hat das so original rübergebracht und hat dann in Worte wiedergegeben, einmalig so, das kann sich ja nicht der Finger, das geht nicht. Der hat das ja richtig wieder erzählt, also sehe ich das alle auch. Achtung, ist, ich finde, das ist so authentisch, ja keine Frage, müssen wir nicht drüber reden. Das ist dasselbe, als wenn hier einer steht, will ihn auf Köln machen und, ist, und kann das nicht. Kann ich ja gar nicht, also brauchen wir ja nicht drüber reden. Nee. Das hat schon Hand und Fuß, glaub ich. Das glaube ich auch. Nee, gib mir ja nicht. Warum haben sie zu diskutieren? Dass die anderen das schön reden und das schlecht reden, ist normal. Ach, es gibt noch was, da habe ich noch was gelesen. Jetzt gibt es auch einen Konflikt, weil, kennst du diesen Prinz Markus von Anhalt, der ja, den Titel gekauft hat? Der hat sich jetzt auf die Seite von diesem K1 geschlagen. Ja, ist doch klar, ist doch logisch. Und hat sich jetzt hat dem Bushido mehr oder weniger angedroht. Er hat gesagt, komm rüber, jetzt kriegst du was. Er will das machen. Ja, hat er den, ja genau. Und da hat er. Und so ist er gerade froh, wenn er die Stäbchen mit den Körnern und Futter essen kann. Was will der da? Was macht der da für einen Aufstand, Jack? Die Figur. Jack, hör auf, Jack. Der muss aufpassen mit dem Duschen, dass er in der Abflusserin rutscht. Weißt du, wen ich meine? Ja, klar, der Typ da, der sogenannte Prinz, wie ich. Der ist Joker-Presse. Ja, der ist doch, ja, der Herr Botox. Ja, genau. Das ist doch der Prinz, der Name gekauft hat, von einem anderen doof. Hör da auf, das sind alles Selbstdarsteller. Das sind alles Selbstdarsteller, glaub mir das. Die sind sich schon alle selber im Fernsehen. Hör auf damit, ey, komm. Ey, das ist echt der Größte. Der mit dem eine Ansage, der. Was dann, zum Essen oder was? Ja, klar, guck mal, zu dem Essen, ja. Ey, du kannst mal Glück, der Puschi, du frisst der Rühe, ohne Drösse, scheiße den wieder aus. Glaub mir das. Meinst du, von Anhalt ist eine Luftpumpe oder was? Ach, Junge. Was ist das dann? Wer ist das? Hallo, was ist das dann? Junge. Ich will gar nicht drüber reden, ja. Du, siehst du, da ist der mehr wert her. Hast du wieder einen Fan, ne? Ja, hey, man ist jung. Alles klar? Ja, sicher, sicher. Es läuft, ne? Ich kenne dich doch irgendwoher. Ja, jetzt kenne ich dich doch, weil du verstehst. Ja, aus Rheinland. Ja. Viel Spaß noch. Ja, danke dir. Ja, danke. Ja, weißt du, was ich meine? Ja, das geht ja nicht. Komm mir auf, Mann. Vor allem, wenn ich das jetzt alle sehe, jetzt kommen die ganzen Schmierfinken, kommen sie alle. Und alle eine Tür kloppen. Ach, komm mir auf, Mann. Glaub mir, der Junge hat auf den Punkt gebracht. Viele sind neidisch auf den und hat alles was mit Neid, mit Gier zu tun, glaub es mir. So, wollen wir gar nicht drüber reden. Und dieser Prinz von Anhalt, der soll da hingeblieben, wo der Pfeffer wächst. Was will der dann zu melden? Der soll Promi-Dinner machen. Hey, wir kochen am allerbesten. Hör auf. Der will dem eine Ansage machen, also, mit was für einer Begründung dann? Hör auf. Meine Fresse, ey. Die rum mal rumbälle. Ja. Sicher. Green Sally up, and Green Sally down. Last done start, gotta tell the ground. Green Sally up.